Ihr seht neben der Tabaxi, die jetzt immerhin irgendwo mit euch zusammen mit Zeo zusammen eine Koje bringt, seht ihr einen Drachengeborenen. Ich mache ihn mal ein bisschen größer. Ah, jetzt hat er die Planke im Gesicht, das geht aber nicht. Und zwar Geborenen, nicht Auserwählten, der mit feinen roten Schuppen bedeckt, tatsächlich etwas mehr als Avicenna reptilisch ist. Zwei große Hörner wachsen aus ihm raus. Das ist ein roter Drachengeborener in recht teuren Roben und mit ziemlich wachen Augen lehnt er allerdings an der Reling beim Rettungsboot und schaut sich euer Treiben an. Genauso wie ein braun gebrannter Elf mit diesmal kein Halbelf, sondern sehr strengen Gesichtszügen und einer Lederrüstung aus satten Erdtönen und einem Umhang, der aussieht wie aus filigranen Blättern geschnitten, mit wachen, hellblauen Augen an einer Kiste lehnend, ebenfalls eindeutig nicht zur Mannschaft gehörend, sondern wahrscheinlich ebenfalls Überfahrtskiste. Und während die Mannschaft um euch herum wirbelt und das alles so bereit macht, bis ihr tatsächlich den Hafen hinter euch gelassen habt, kümmert sich erstmal auch keiner mehr um euch. Minecraft hat ein bisschen geholfen. Avicenna scheint im Gespräch mit dem Captain zu sein. Was tut ihr? Mir ist ein bisschen schlecht. Mach mal jeder, der noch nie auf einem Boot war, eine Konstitutionsprobe. Ich war noch nie auf einem Boot, oder? Wer von uns war denn auf dem Boot bisher? Ich glaube, du schon, Minecraft. Okay. Und Xerod auch. Xerod auf jeden Fall, denn du kommst von der Insel aufs Festland. Also, Ehren und Gaga, bitte eine Konstitutionsprobe. Ich habe eine 1 gewürfelt. Oh, shit. Nefari, du siehst diese Orkin, die ja schon irgendwie und ich habe gerade kein Gramm Fett, alles Muskeln und sowas, und die steht da und Gagok, du siehst, wie diese Katzenfrau zumindest das grüne Auge mal kurz zu dir rüberpinselt und dann merkst du, wie diese grau-grüne Haut, diese exotische Haut plötzlich in grün sich komplett so verfärbt und während du noch so an der Regen sitzt, drehst du dich zur Seite und ein komplettes Frühstück. Nein, das ist schon ein bisschen her. Ihr seid ja ein paar Tage Flussschiff gefahren, was gar nicht so war wie hier. Das Flussschiff war super angenehm, aber hier gehen die ersten Wellen und du merkst, boah, und du entleerst den Magen deines letzten Frühstücks und hältst dich sozusagen krampfhaft an der Reling fest. Das ist sehr interessant. Der Mageninhalt hat die gleiche Farbe wie ihre Haut. Wie hat denn dein Mageninhalt, Ehren? Ich habe Constitution zweimal geworfen, aber der erste war 19. Das sehe ich tatsächlich auch. Ja, alles klar. Dann lass uns den Spruch auch bringen. Als Reaktion auf meinen Zuzwinkern und bin extrem verletzt. Das passiert normalerweise nur Xero. Die Ohren was? Kurz. Dann dreht sie. Ich würde ja darauf reagieren, aber ich glaube, ich bin beschäftigt. Ja, du lachst einfach und schaust und überlegst, was hilft. Und du siehst auf das Wasser und das Wasser hört irgendwie nicht auf, still zu stehen. Und dann hörst du irgendwie einen hinten rufen: Schau auf den Horizont. Und du hast keine Ahnung, wo dieser Horizont sein soll. Und dann kommt noch mal etwas. Und irgendwann. Schiffe sind wohl nicht mein Ding. Die eine Sache, die mich in die Knie zwingen kann. Ja, tatsächlich. Ihr habt ihre Schwachstelle gefunden. Und dann steht plötzlich dieser Drachengeborene neben dir. Deine Höhe, seine Hörner machen ihn sogar noch ein bisschen höher. Cheater. Und er reicht dir einen Wasserschlauch. Dankeschön. Ich trinke einen Schluck. Da nicht für. Das erste Mal auf See. Ich bin mindestens schon 10-mal und ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. Wir sind keine Fische, sag ich immer. Wir gehören nicht hierhin, aber manchmal muss es eben sein. Verzeihung, und nickt dir zu. Raktzoran Sindarest. Gagaok Gamash. Gamash! Gamash! Das habe ich noch nie gehört. Kann ich ganz anordnen, ob ich mich übergebe oder meinen Nachnamen sage. Er tritt so einen Schritt zurück und merkt dann, das kommt nicht alles klar. Angenehm. Wir werden schon durchsehen. Es sind ja nur 5 Tage und immer nah an der Küste entlang. Oh Gott.
Götter allerdings. Was macht der Rest, außer nicht kotzen? Also Erin, Xerod und die ganzen Lady stehen nebeneinander, oder gerade? Ich weiß nicht. Ja, also, ich würde so, lass mal so stehen, weil. Okay, ja. Okay, du stehst zentral. Ja, ich sehe natürlich, was gerade mit Gagak passiert, und dann drehe ich mich zu der Katzenlady so um. So, sollte Xerod dir jemals einen Wasserschlauch geben? Lauf. Was? Was bist du für ein Anti-Wingman? Ich bin extrem verwirrt. Ja, du schaust zu diesem Blassen, den du nicht kennst, zu Xerod. Weißt du ja jetzt auch, das ist anscheinend das Huftier. Xerod scheint anscheinend überhaupt, was, also er guckt gerade böse zu diesem Blassen. Also du hast irgendwie die Kombination dieser Figuren noch nicht so ganz erfasst. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht, worauf er andeutet. Es ergibt einfach keinen Sinn. Dann verteidig dich, rette dich. Die Katze weiß gerade gar nichts. Ich versuche in diesem Gespräch gar nicht involviert zu sein. Du guckst einfach weg. Was? Nein, wo? Ich weiß gar nicht, was du gesagt. Nein, okay, ich gehe zu Nefari hin. Ja, stehst ja in der Nähe, ja. Und gebe ihr die Hand. Ich weiß nicht, was mein Kollege Ihnen hier erzählt. Xerod Scharfsinn, mein Name, schön euch kennenzulernen. Sie sollten... Xerod Scharfsinn. Ja? Ist das... Warte, ihr auch? Ach so, nein, ja, das ist mein Name, ja. Der Ziegenjunge ist öfter mal verwirrt. Ich wirke weiterhin auch verwirrt. Es ist ein Moment der Verwirrung für alle. Und ich stelle mich auch vor. Ja. Ja, ja. Ihr habt vielleicht gemerkt, der Zauberer ist... Ich stelle mich unangenehm nah an die Katzendame. Eine Katze, ein Hund, jetzt haben wir noch ein Krokodil und einen Bären und eine Ziege. Und ich bitte, was? Ich wollte euch nur kurz Bescheid sagen, wenn es zu schlimm wird, dann holt mich und... Seid auch nicht scheu, da einfach mal draufzuschlagen. Im Zweifel. Haben Sie zufällig einen Totenschädel dabei? Okay, ich gehe. Heute nicht. Haben Sie denn noch vor, Ihren Schädel länger zu nutzen? Ja, danke der Nachfrage. Na gut, falls Sie das ändern sollte, Sie wissen, wo Sie mich finden. In der Kajüte. Fantastisch. Ich hole meine Laute raus. Ja. Avicenna, Meister Hauser, wir belästigen nicht die anderen Gäste dieser Fahrt. Wir müssen 5 Tage auskommen. Aber ich muss irgendwo einen Totenschädel herbekommen. Es ist auf jeden Fall selten, dass man Xerod zum Cringen kriegt. Aber es ist in dem Moment gerade passiert. Kann ihm nicht jemand wieder so einen Fisch fangen? Das würde ich auch nehmen, ich habe nur Fischmatsch dabei. Der Captain schaut mit seinem einen Auge an Avicenna vorbei und sie versucht wieder beruhigend. Nein, er macht Scherz, er ist ein Unterhalter. Ein Narr, ein Pausenknauf. Er ist unser. Dieser Ehren. Aha. Das Schlimme ist, wenn du das sagst, Mädchen. Das Schlimme ist ja, wir müssen eigentlich alle immer mitlachen. Weil sonst würde ja auffallen, dass er es ernst meint. Müssen wir uns mal angewöhnen. Ja, dein Lautenspiel oder das erste Einstimmen sowas lässt die anderen von der Mannschaft zumindest auf dich gucken. Ich dachte mir, ich mache ein bisschen Musik, wenn das für euch alle in Ordnung ist. Nur zu. Musik und Wellen gehören zusammen, sagt der Captain und geht dann irgendwann wieder hoch. Ich würde derweil mal an die Reling gehen zu dem Drachengeborenen und Gagaok. Sehen wir denn das Umbra-Land? Sind wir schon so weit weg, dass wir es nicht mehr sehen? Ihr seid tatsächlich, ich springe mal kurz über nach Alvana. Ihr seid tatsächlich an der Küste entlang am Fahren, an der Silver Shore und zu den Klängen von Xerod entfernt ihr euch Stück für Stück vom Umbra-Land. Dann würde ich gern einen kleinen Flachmann rausziehen und ihn auch machen. Leb wohl, Conroy, leb wohl, Umbraland. Und leb wohl, Farmer Fred. Dann gieße ich einen kleinen Schluck von dem Drecksgold ins Meer.
Dann haben die Fische nicht nur was zu essen, sondern auch noch ein bisschen guten Schnaps. Ich schnupp's einmal kurz Gaga Ogon. Oder euch das passende Lied. Ich versuche einfach nur meinen Mageninhalt zu behalten, sofern er noch vorhanden ist. Ich lege meine Hand auf Mycrofts Schulter und sage, keine Sorge, irgendwann hole ich sie alle wieder. Alle. Oh, sehr beruhigend. Ich entferne die Hand von meiner Schulter. Der Drachengeborene, ich lege sie wieder drauf, schaut Ehren interessiert an und ein Raubtiergrinsen kommt aus dem Reptilienmund. Brauchen Sie Ihren Schädel noch länger? Sympathisch. Nein, danke. Sie brauchen ihn nicht länger. Ich bin ganz zufrieden mit ihm, aber ich melde mich, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Das wäre ja gut. Ich gebe ihm eine von meinen Visitenkarten. Wo noch Mary Ende draufsteht, aber ja. Entertainer. Mary Ende. Ja. Ja. Manager. Manager. Der Name hat jetzt eine ganz neue Bedeutung. Schon als Schiffsjunge hab ich meine Seele verkauft für ne große Buddel rum mit drei Xen drauf. Ich will nur kurz dran nippen, da passiert mir ein Malheur. Der Korken fällt mir über Bord, die Flasche muss leer. Ich bin blau wie das Meer, voll wie unser Laderaum und breit so wie die Ärsche von den Weibern auf Tortuga. Ich bin blau wie das Meer, geladen wie ein Bordgeschütz und dichter als der Nebel vor Kap Horn. Ja, es stimmen ein paar mit dir ein. Der Schiffsarzt sagt mir jeden Tag, ich tränke zu viel rum. Er bangt um meine Leber, er appelliert an die Vernunft. Doch wer für uns das Wasser zum Trinken gedacht, hätte Gott den Ozean doch nicht salzig gemacht. Ich bin blau wie das Meer, voll wie unser Laderaum und breit so wie die Ärsche von den Weibern auf Tortuga. Ich bin blau wie das Meer, geladen wie ein Bordgeschütz und dicht so wie der Nebel von Kap Horn. Jawohl! Gestern Abend hab ich wohl ein zu viel gehabt. Das hatte er, jawohl. Ich wache auf und hab in meiner Koje wenig Platz. Ja, wer liegt denn da drin, sag mal? Ich drehe mich nach Steuerbord und was muss ich da sehen? In meinem Bett liegt nackt die Frau vom Kapitän. Entschuldigung, genau wie das Meer. Voll wie unser Laderaum und breit so wie die Ärsche von den Weibern auf Tortuga. Sie war blau wie das Meer, geladen wie ein Bordgeschütz und dichter als der Nebel von Kap Horn. Und kann ich mich morgens noch dran erinnern, wo ich eingeschlafen bin, muss das Gelage wohl trostlos gewesen sein. Wir liegen noch viel länger im Seemannsgrab, als dass wir lebendig sind. Also gieß den drei Matrosen noch einen ein. Wir sind blau wie das Meer, voll wie unser Laderaum und breit so wie die Ärsche von den Weibern auf Tortuga. Wir sind blau wie das Meer, geladen wie ein Bordgeschütz und dichter als der Nebel von Kap Horn. Und, alle jubeln, jedenfalls die gesamte Mannschaft ist tatsächlich auf, Moral kommt hoch. Ja? Ich inspiriere und, alle. Das ist eine Gruppeninspiration. Und, zum schnelleren Segeln. Würde Gaga auch übrigens den Flachmann mit dem Dreckskreuz mal reichen, vielleicht hilft das. Lebensschluck, definitiv. Ja, das ist Medizin. Du merkst, es brennt sich deine Seele und deine Kehle runter. Und ausgezeichnet. Heilt alles. Besser, danke. Sogar weg. Der Elf hat kurz gelächelt, bevor er dann unter Deck verschwindet. Und ja. Und Bord. Ach ja. Nefari, was tust du mit dieser seltsamen Truppe? Ich einfach sprachlos daneben stehen. Haben wir schon unsere Zimmer?
Ja, wenn das fragst, genau, kommt eine Matrosin runter, wenn du fragst, die Zimmer unter Deck, die große Luke und was nicht belegt ist mit Seesack, das ist Ihnen, Fräulein Katz. Fräulein Katz. Okay, dann gehe ich zu Xerod und frage, habt ihr euch schon ein Zimmer ausgesucht? Nee, tatsächlich, ich würde die Wahl euch überlassen. Na gut, dann würde ich in Richtung Zimmer gehen und ja, das Erstbeste belegen. Ja, du gehst durch diese Luke hinunter, siehst einen kleinen Laderaum, also das ist tatsächlich wohl eher gedacht, dieses Schiffchen, um Leute zu transportieren, aber auch ein paar Waren. Und dann musst du tatsächlich Ohren anlegen und dich ein bisschen bücken und kommst durch einen, einen normalen Gang, wo rechts und links Verschläge sind. Insgesamt zählst du 8 Stück und es ist noch keiner anscheinend belegt. Das heißt, du öffnest einen und siehst darin quer zur Tür hängend 2 Hängematten tatsächlich an der Bordwand und an der Innenwand angebracht. Ja, dann. Du musst dir überlassen, ob du direkt die erste, ja. Ja, würde dann auf das Innere, würde ich dann meine Sachen legen. Ja, Handtuch drauf und fertig. So ist es nämlich hier an Bord. Du genau, legst deine Pistole ab. Bist du mitgekommen, Xeros? War das die Frage, ob ich mitkomme? Ja, weil sie ja das Zimmer bestimmt, wo du dann auch drin bist. Also ich hatte es jetzt nicht so verstanden, dass ich sofort mitkommen soll. Alles klar. Gut, war nur eine Frage, dann siehst du es nicht. Dann legst du deinen Rucksack. Guck mal, Leute, das ist hier Profiling, was hier gemacht wird. Ich habe gar nichts gesagt, aber der Spielmeister treibt es schon direkt in irgendeine Richtung. Es war die Frage, ob du dabei bist, ob du etwas erkennst oder nicht. Das tust du nicht. Dementsprechend, Nefari legt ihren Rucksack ab und damit ist das deine Koje. Und alles geklärt. Ja, wie spät ist es denn überhaupt? Also ist es ja, es geht über den Nachmittag hinweg langsam auf den Abend zu. Dementsprechend wird auch erklärt, dass einer der Matrosen sich ebenfalls als Smoothie bedient und euch dann in einer, es gibt keine wirkliche Schiffsmesse hier, das heißt, wenn das Wetter gut ist, wie jetzt, wird an Bord oben gegessen und aufgetischt und ihr kriegt momentan erstmal Kartoffeln und Äpfel, beides erwärmt, dazu eine Brühe und ja. Brot. Sag ich das Essen? ja, kannst du. Ob es drin bleibt, ist eine andere Frage. Ich esse vorsichtig, nicht so viel wie sonst. Alles klar, okay. Also auch, ja. Du kaust mal. Ja. Was? Wie geht das? Und damit ist auch der erste Abend ereignislos und ihr sitzt beisammen. Wir sind jetzt hier. Oh, jetzt habe ich blau gemacht. Na super. Egal. Ja, ein Schiff. Ja, genau. Ja, sitzen alle beisammen an Bord. Es gibt Essen. Nee, alles gut. Achso. Jedenfalls die Gäste. Aber ist Nefari jetzt wieder da oder ist sie jetzt in der Kajüte geblieben? Ich war schon mit beim Essen, oder? Ja. Du kommst zum Essen hoch, alles klar. Der Captain zum Essen ruft. Ja. Der lässt euch tatsächlich, also der futtert bei der Mannschaft, ein bisschen. Einzig der Elf bleibt unter Deck, der Rest ist beisammen. Und das nutzt der Drachengeborene, der gerade zum zweiten Mal zugreift. Wenn wir 5 Tage zusammen an Bord sind, ich durfte schon mit Herrin Gageok kurz sprechen. Mein Name ist Raxoran Sinderfest, meines Zeichens Magier. Also ich muss eine Sache sagen, Xerod mein Name. Sie haben da 2 fantastische Hörner. Also, das habe ich wirklich selten in der Form erlebt. Ich würde jetzt erröten, wenn ich es nicht schon bin, aber ich gebe das Kompliment sehr zurück. Ich habe tatsächlich bisher noch nicht so viele
Faune gesehen, beziehungsweise gesprochen und ich muss sagen, für einen Nicht-Drachen sind das ausgezeichnete Hornbildungen. Wollt ihr falsch ausgesprochen, das heißt Phallus. Wollt ihr mal lecken? Ich glaube, ich belasse es bei dem hier gereichten Abendessen. Okay. Gut. Wie war euer Name, Frau Tabaxi? Nefari. Richtig, wir hatten kurz das Vergnügen. Nefari. Ihr seid auch auf dem Weg nach Ever Ember oder ihr steigt in Amarat aus? Nein, ich möchte nach Ever Ember. Fantastische Stadt. Wenn ihr dort seid, solltet ihr unbedingt die Menagerie besuchen. Da das ist ein Ort für unser Einzelne. Zeigt tatsächlich auf Nefari, aber auch Orks sind dort wahrscheinlich sehr willkommen. Ein komplettes Viertel mit Zentauren, Minotauren, Drachengeborenen, Tabaxia, ja, Goblinoiden, Tier, Menschen aller Art. Im Norden. Kann man mit Zentauren auf der Jagd? Fantastisch. Großartige Kreaturen. Tödlich und elegant. Ja. Fast so wie ich. Tödlich, hauptsächlich. Das heißt, du bist so leicht ein Rülpsen, so. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ihr sehr elegant seid, Frau Gaga. Vor allem mit diesem riesigen Mordinstrument auf eurem Rücken. Das Licht ist neben dir. Ich schicke eine Nachricht an Gaga. Gaga, ja, der steht auf dich. Du kannst da antworten, aber du verstehst es ja nicht. Du denkst immer, er redet's laut. Ja. Oh, was? Das habe ich vergessen. War ja klar. Nein! Das heißt, du hörst in deinem Kopf sehr auf Stimme, schaust zu ihm, vielleicht noch. Ich stell mir das gerade vor, wie in dieser Game of Thrones-Szene mit Tormund und Brienne. Hm? Ich bin da so, Entschuldigung, er schaut von der Tabaxi zu den anderen. Euer Ziel ist auch Ever Ember? Ja. Eine bunte Stadt. Eine fantastische Stadt. Ich bin dort geschäftlich unterwegs. Was ist denn euer Geschäft? Dinge, die man in Alvana. Oh, wie gesagt, ich bin Magister. Ich bin ein Arkanwirker und treffe mich dort bei gewissen Freunden in der Menagerie, um Geschäfte zu erledigen. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Stadt so viele Gesichter hatte. Etwas, was man in Alvana selbst nicht so häufig sieht. Sie ist auf der einen Seite ist da die Menagerie mit all ihrer Wildheit und dem größten Markt, den ich mir vorstellen kann, die Kreuzung des Glücks, ein Bazar. Über eine komplette Kreuzung, das habt ihr noch nicht gesehen. Und dann ist dort auf der anderen Seite im Süden das Konstrukt, das Stadtviertel, das komplett von der LKW beherrscht wird, der Liga, der Konstrukteure und Wissenschaften. Dort findet sich zum einen Schlotheim, diese Stadt, die nur aus Rauchwerk und Schornstein besteht, zum anderen die Süddocks, die großen Werften, sowie die Luftwerft, der riesige Turm, an dem die Luftschiffe der Gnome Halt machen können. Dann weiter oben die Trockenstadt, das normale Viertel, würde ich sagen, in dessen Zentrum jedoch der schwimmende Markt und der große Tempel der Ambali sich befindet. Und dann natürlich das Herzstück der Ever Ember, der riesige magische Leuchtturm, der hinaus auf die Bucht von Lothien leuchtet. Und im Norden dann die Lichthügel mit den Gouverneurshöhen, den reichen Villen, der großen botanischen Gärten und dem wahrscheinlich berühmtesten Casino, Vaukins Hand, und diesem Nobelhafen im Norden. Eine Stadt nicht nur der vielen Gesichter, sondern auch mit vielen Gesichtern. Ich glaube, die wildeste Mischung an Kreaturen und Volk ist dort hier zu finden. Ja, ja, immer ein Besuch wert, immer ein Besuch. Alle, dass Lucien uns nicht begleiten kann. Das hätte sie sich ja gern gesehen. Ihr habt von diesem Bazar der Menagerie gesprochen. Mhm. Gibt es da zufällig auch exotischere Waren der Alchemie zu kaufen? Oh. Flüsterkreis. Oh. Anscheinend nicht. Du hast die Frage war nicht. Ich habe Ben kaputt gemacht. Flüsterkreis.
wenn du Fragen stellst, die Ben nicht beantworten kann, ohne dich zu beunruhigen, dann geht er einfach raus. Dann müssen wir jetzt gleich einfach kurz zurückspulen und so tun, als hättest du diese Frage noch nicht gestellt. Das wäre gut. Ich habe hier mittlerweile sehr, sehr viele Sachen aufgeschrieben auf diesem Blog. Kann sich irgendjemand noch erinnern, was Haufen bedeutet hat? Nein. Zum Glück nicht. Ein Haufen war doch in der Bar letztes Mal. Erst war der Zombiehaufen bei den NPCs und dann war der bei Minecraft. Und dann hat aber lang gehalten heute. So, zurück. Wie kann ich denn Ben neu laden? Dass ich sehe ihn immer nicht, wenn er neu reinjoint. Oh, auf mich klicken, oder? Einmal die Seite wieder in Fokus nehmen. Dann sollte das eigentlich schon automatisch passieren. Nee, leider nicht. Bin aber auch im Browser. Ja. Das ist das Problem. Das könnte das Problem sein, ja. Hörst du mich? Das schon, ja. Dann müssen wir erstmal so. Wir sind ja gleich in der Pause. Genau. Ich weiß nicht, was. Also, ich kann Kamera an, Kamera aus, aber das hilft, glaube ich, dir nicht. Du kannst ja im Stream ihn zeitversetzt sehen. Das ist noch viel gruseliger. Okay. Das ist super verwirrend. Wir machen das. Du siehst, dass die bei deiner Frage die Gorgone, die ganze Zeit nichts gesprochen hat, kurz aufschaut und dich mustert. Während dann der Drachengeborene Alchemiker. Oh, das ist ein seltenes Völkchen. So selten, dass sie sich meistens nur in Alvanar herumtreiben in ihrer Loge. Ich glaube, in Drachensturz müsste die sein. Ja, ja. Oder halt in Tassin direkt in der großen Stadt. In der Menagerie. Ich sage mal, ohne es zu garantieren, es gibt nichts, was es dort nicht gibt. Das bedeutet, Fragen kann man auf jeden Fall. Such dir etwas Bestimmtes. Immerhin, ich bin ein wenig in der arkanen Bildung, allerdings habe ich mit der Alchemie nicht so viel zu tun. Nein, nichts Bestimmtes. Allgemein shoppen. Naja, da ist auf jeden Fall die Kreuzung interessant. Ich habe Minecraft hört es ja auch. Also ja, ihr sitzt alle beisammen, ja. Wir sind erfahrene Jäger. Wir haben schon allerhand Getier erledigt. Hauptsächlich Krokodile. Und also eine hier. Und Krokodile. Und ein auch sehr großes Monster. Auch Avicenna zu Mycroft. Vor allen Dingen. Zieht kurz scharf die Luft ein. Ja, das kann ich bestätigen. So bunt diese Haufen auch sein mag, Fräulein Nefari, so bunt ist auch ihre Reichweite an Fertigkeiten. Und was ist euer Ziel, wenn ich fragen darf? Ever Ember, Geschäfte. Wir sind auf der Suche nach wem eigentlich? Murray. Esst noch mehr Brot, Ehren. Okay. Herr Scharfsinn, nach wem suchen wir denn genau? Sollen wir das... Besprechen wir das öffentlich hier? Der Drachengeborene steht auf. Nicht meinetwegen. Ich muss sowieso mal schauen, dass ich mir auch eine Koje sichere. Also dann, Und er tritt nach unten. Gute Nacht. Bis morgen. Also, okay, Nefari ist immer noch da, aber... Nefari sitzt da, unangenehm, ja. Ich würde sagen. Ja, ich gehe auch nicht. Okay. Ich warte noch so 10 ultra lange, richtig unangenehme Sekunden, ob du halt den Hint taggst oder nicht. Wollten wir nicht nach Musikern suchen, Herr Scharfsinn? Also ich tagge den Hint, aber ich schaue dich halt weiterhin provokant an. Ja, also, große Katzenaugen. Ja, ich glaube, die mag dich. Das hörst du. Natürlich. Wollten wir nicht nach Musikern suchen? Ja. Herr Scharfsinn? Ja, Musiker, genau. Völlig richtig. Am Hafen. Und, es sollte am Hafen. Wir müssen wahrscheinlich im Hafenbereich umschauen. Hafen suchen wir nicht danach, dass ich nicht explodiere? Wieso sollten wir? Das ist ja absolut abwegig. Nein, ist ja noch wahrscheinlicher, dass wir Krokodile jagen. Ja, aber das ist doch was, das haben wir doch vorher schon gemacht. Nee, Fari, würfel mal bitte auf Motive erkennen, während ich würde gerne verhindern, dass ihr explodiert.
Das müsstest du bei den Fertigkeiten finden auf, ja, deinem Bogen. Ja, und einfach auf Motiv erkennen draufdrücken auf den Begriff. Ja, wunderbar. 11. Okay, du bist verwirrt. Du bist erstens verwirrt auf Xerots Reaktion, dass er wartet, dann was von Musikern erzählt, der andere redet was von Monsterschlachten, dann stimmt Jen zu und dann kommt dieses Männlein, dessen Name du immer noch nicht kennst, und erzählt, dass er explodiert und scheint zu versteifen. Und du bist dir gerade unsicher, du weißt, irgendjemand lügt hier. Ja. Okay. Aber du bist dir gerade absolut unsicher, welche Richtung dieses Gespräch nimmt und was ich dieser auch seltsame Typ im Mantel eigentlich will. Ich sehe, das Katzenmädchen ist verwirrt. Soll sich unser junger Freund hier vielleicht in einen Hund verwandeln? Vielleicht können sie dann furry-technisch miteinander kommunizieren. Ich würde es gern sehen, klar. Ich reagiere da nicht. Kann ich das mit meinen Verkleidungsskills? Avi Schenner dreht sich nochmal zu Mycroft. Erinnert mich nochmal ganz kurz, warum habe ich ihn aus dem Bewusstsein zurückgeholt? Ich weiß auch nicht genau, warum ich euch gebeten habe. Bei euch war ich leider nicht zugegen, Xeros. Es ging hier unserem Plaudern. Ich bin völlig unschuldig, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Vielleicht hätten wir ihn einfach in einem Fass Drecksgold ersäufen sollen. Vielleicht. Über wen sprecht ihr gerade? Vollkommen ignorierend, was hier gerade passiert, sehe ich Nefarian und meinte, dass heute Vormittag, tut mir leid, das war nicht auf dich bezogen. Oh, das macht doch nichts. Ich würde erröten, wenn ich könnte. Sieht man natürlich nicht mit meinem Fell, aber ich bin sichtlich verwirrt. Guter Themenwechsel, sagt Abysen. Xerot ist gerade ein bisschen in Gedanken, weil ihm gerade klar wird, er könnte sich tatsächlich in einen Hund verwandeln. Wenn die Situation ist. Überlegst du es erfordern würde. So. Ich versuche auch ein bisschen das Gespräch von Aarons seltsamen Eskapaden abzulenken. War die denn schon mal in Ever Ember? Warum spricht hier eigentlich nie jemand mit mir? Nefari. denn ich habe gehört, da gibt es legendäre Bestien wie den Skorpyr. Wow. Und als Jäger interessiert mich das natürlich. Also. Kennt ihr diese? Ja, erzählt mir mehr. Ich habe noch keinen Skorpyr gesehen, aber. Das klingt, als könnte man es gut erlegen. Das klingt doch nach einem Fabelwesen. Also. Das klingt, als könnte man es gut wieder auferstehen. Ich sag's ehrlich, es klingt nicht real. Ist das so ein Elefant? Als ich das letzte Mal gehört habe, es soll ziemlich groß sein und in den Dschungeln leben. Hat einen Stachel. Hat es einen wehrhaften Stachel? Ich habe keine Ahnung, wie ein Skorpyr aussieht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man für Skorpyrteile sehr gutes Geld bekommt. Ich denke, in den Dschungeln von Lord Bellum sind einige Kreaturen, die auf diese Beschreibung hinweisen würden. Das war keine Beschreibung, aber okay. Naja, es hat keinen Stachel und es ist gefährlich. Ich kann mir da was vorstellen. Also. Du siehst, irgendwie scheinen sie alle, jetzt ohne Motive zu erkennen, ablenken zu wollen von dem, was der verrückte, blasse Kerl da gesagt hat. Jeder sucht die ganze Zeit weiter darauf rumzureiten. So, können wir bitte über die blauen Steine sprechen? Blaue Augen. Es sagt mir auch keiner, dass ich die Schnauze halten soll. Also mache ich halt weiter, aber ich raff halt null, was passiert. Sitze ich neben Aaron? Also so wie es ja da. Ja, so wie es da ist, zwar Zufall. Zeit für die Axt. Bumm. Ja, du kriegst ein Boxen ab, dass es dich aber fast warum? In der Faxi haut. Es braucht nicht immer okay, einen Grund. Ich bin ja Ich hab erneut das Bedürfnis mitzumachen, weil ja schon etabliert wurde, dass das eine Sache ist, die auch öfter gemacht wird. Du sitzt auch auf der anderen Seite. Ich reiß mich zusammen. Du könntest mir. Reißt du dich zusammen? Wir machen mal einen. Nein, musst du nicht. Du siehst, wie die Pote der Tabaxi kurz zuckt. Ja. Wenn Mary hier wäre, würde keiner das von euch tun. Er ist aber. Also, ich bin ja. Ich bin ja sehr, sehr gut in Heimlichkeit. Mhm. Und ich würde jetzt dann mal vorgeben, zu Bett zu gehen. Und. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Szene aussieht, aber ob ich mich da irgendwo dann unauffällig verstecken kann, um zu lauschen. Steht auf, dann würfel erstmal auf Täuschung. Deception ist Englisch. Mhm.
Wir glauben dir alle, ja, ihr seht die, Tabaxi streckt sich, schnurrt einmal kurz, buckelt und du entschuldigst dich. Die Klappe geht auf, du machst die Klappe zu und bleibst unter der Klappe stehen. Die Ohren an die Klappe dran und aber ich mache noch so Fake-Schrittgeräusche, so richtig so Schritt, 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 Schritt. Immer leiser werden. Ich glaube, sie ist weg. Nur wenn sie wirklich schlechte Heimlichkeit Deception gewürfelt hätte, hättet ihr gemerkt, dass sie mehr Schrittgeräusche als Stufen macht. Sie ist schon mittlerweile bei der 17. Stufe im 4. Unterdeck angekommen, bis du selbst merkst, diese Chip-Tief. Ich bin jetzt ruhig.